Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Nicht Erkundungsteam, Mann, Portal in die Unendlichkeit. Ich würde ganz gern gerade nochmal in die Stadt gehen, wenn das geht. Kann es keine anderen Orte, wenn das... Aha. Okay. Ja, ach komm, dann machen wir jetzt schnell den Job. Und ja, unser erster Job, Leute, unser erster Auftrag. Gut. Sieht ja schon cool aus, ne? Okay, da können wir irgendwas mit den Holzbalken machen. Hier auch, okay. Dann können wir von zwei verschiedenen Seiten wahrscheinlich reingehen, ne? Ah. Gucken wir mal, was wir genau machen müssen. Hey. Gewissheit. Kratzer. Yeah. Hier ist... Ah, noch ein Pokémon, okay. Und meine Stimme ist nicht so... nicht so fit gerade irgendwie, wie es aussieht. Also kommt es mir gerade vor. Okay. Gehen wir mal hier rein erst. Ja, weitergehen. Westhöhle. Okay. Au, Blubber. Komm mal her hier. Oh Mann. Okay, Emma. Mann. Das gibt's jetzt nicht, ey. Drachenwut ist ja nicht von, Dings, ne? Oh. Von. Wie heißt es? Mann. Von Heuler und so beeinflusst, ne? Dadurch, dass wir, immer den gleichen Schaden anrichten. Hallo. Drachenwut. Okay, na komm, bleiben wir so stehen. Genau, Floink dürfte einen hochgehen, genau. Das hat 4 KP, das Pokémon. Lil Meep, was? Lil Meep? Was für ein Lil? Okay, wir müssen die Balken also runterkicken, damit wir uns einen Weg bauen. Das ist cool. Oh, wie cool sind die Dungeons denn aufgebaut? Oh, nice. Offenbar kann man die Strickleiter hinabklettern. Ja, machen wir. Da fehlt ein Stück. Ja, von hier aus kann ich offenbar nicht hinaufklettern. Ja. Ist ein bisschen schwer mit einem fehlenden Stück. Nein. Lil Minip. Okay, Lil Minip. Lil Minip mit. Irgendein Pokémon. Achso, ja, da komm, gehen wir einfach weiter. Ignorieren das Pokémon da. Ich finde diese neuen Dungeons echt. Also die neue Art wie. Oh! Ein Kindwurm! Oh, ich mag Kindwurm. Kindwurm ist ein tolles Pokémon. Ich finde die neue Art, wie die Dungeons aufgebaut sind, echt cool. I like that. Level auf 11 gestiegen. Ich kann übrigens auch im Hauptmenü nicht die Textgeschwindigkeit oder so hochstellen. Da gibt es nicht mal Einstellungen. Also, ja, müssen wir es ertragen, dass es so langsam vorangeht hier. Ja, Gewissheit. Kratzer. Das ist, oh, das ist, aua. Mann, ich muss Drachenwut einsetzen. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft, weil ich immer wieder gegen Erect hätte. Ich finde die neue Art, wie die Dungeons hier gestaltet sind, mega, mega cool. So, es ist ungewohnt. Aber es ist mega nice. Oh, Item. Zinebeere, okay. So ein kleinen Abschnitt mit Rätseln und so, wo man draußen frei rumlaufen kann. Und dann so ein Oldschool-Dungeon, sag ich jetzt mal, wie wir ihn hier haben gerade. Das ist richtig, richtig cool. Ich mag das. Das ist, ja doch, finde ich nice.
Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob wir, oh, nice, Level 11. Oh, meh. Geh schneller. ich bin mal gespannt, wie genau wir Freunde gewinnen werden in diesem Spiel. Lol. Es lebt immer noch. Ob wir die auch in den Dungeons einfach rekrutieren können, sag ich jetzt mal. Oder als Freunden gewinnen können. Oder ob wir das wirklich nur über vielleicht Aufträge oder so. Mann, Flying Black, geh doch. Ach Mensch. Oder ob wir das nur über Aufträge oder so regeln können, dass wir einen Auftrag haben oder so, so wo wir Pokémon retten müssen. Und dass sich dann denkt, oh cool, ich will euer Freund sein. Ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Das wird eine Überraschung. Bestimmt. Ach, Treppe, okay. Das war ein langer Dungeon. Das war ein sehr, sehr langer Dungeon. Aber, wo war das da oben denn? Ja, da oben, okay. Pokémon noch besiegen. Achso, ich gehe mal einen hoch. Kämpfen wir zu zweit. Gewissheit. Ich bin nochmal gespannt, wie das dann später wird mit dem entwickeln. Weil in Mystery Dungeon bisher konnte man sich ja immer erst recht spät entwickeln eigentlich. Also wirklich spät. Bei Erkundungsteam Zeit, Dunkelheit und Himmel war das ja... Oh Gott, das war ja erst nachdem man dann Darkrai besiegt hat, ne? Das war ja arsch spät, Alter. Bei Rot und Blau ging das ja relativ früher, ne? Das war früher als auf jeden Fall. Da konnte man sich recht schnell entwickeln. Ich glaube, nachdem man die Hauptstory abgeschlossen hatte, konnte man sich entwickeln, theoretisch, oder? Bin mir aber nicht ganz so sicher. Ey, wir haben die ganze Zeit über die Augen offen gehalten. Aber keine Spur von Dummiesel. Vielleicht müssen wir ja noch ein Stück weitergehen. Wer ist da? Wer ist da drüben? Achso, oh, ich dachte, das ist Dummiesel. Dummiesel? Nein, offensichtlich nicht. Aber hier sieht mir jetzt auch nicht wie feindliche Pokémon aus. Hast du gerade Dummiesel gesagt? Wir suchen nämlich nach Dummiesel, und zwar im Rahmen eines Jobs. Jobs? Ach, du meinst das Infobrett und so. Es gibt ja also tatsächlich Pokémon, die für einen so niedrigen Lohn arbeiten. Vielen Dank. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich bin Emolga. Auch wenn ich Dummiesel... auch ich suche Dummiesel. Dummiesel ist mein bester Freund, aber... Naja, er ist ein Angsthase. Aber, und er macht immer alles falsch. Eigentlich braucht er bei allem, was er tut, die Hilfe von anderen. Daher habe ich mir Sorgen gemacht und ich bin ihn suchen gegangen. Solltet ihr beide ihn zuerst finden, kümmert euch bitte um ihn. Bis dann. Okay, tschüss, Emolga. Dummiesel sorgte ganz schön für Aufruhr. Wie dem auch sei. Er braucht Hilfe, also helfen wir ihm. Gehen wir weiter. Bei Rot und Blau war das, glaube ich, echt recht früh der Fall, dass man da, ne? Sich entwickeln konnte. Gleich nach der Hauptstory bin ich. Null. Bin ich der Meinung. Aber. Doch. Ich bin mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Okay, wir haben wieder volle Attackenpunkte. AP. Schild lesen. Wir kommen auf dem Klopfberg. Das Paradies für Bergsteiger. Okay. Deswegen bin ich mal gespannt, wann man sich hier entwickeln kann, ob man sich überhaupt entwickeln kann. So, das ist ja auch eine Möglichkeit, die sein könnte, dass man sich nicht entwickeln kann. Theoretisch. Oh. Mann, Floink, bleib doch einfach auf deinem Fleck stehen. Das war viel Damage. Das war eine Menge Damage. da ist ein Item. Top-Elixier, nice. Aber entwickeln, denke ich mal, doch, ist schon irgendwie möglich, aber... Ach, so viele Fragen an dieses Spiel. Hier ist Dummiesel wohl auch nicht. Sollen wir noch etwas weitergehen? Ja, sollten wir. Oh, lol, was ist das denn? Nur, Doki, da drüben. Sieh nur, da leuchtet was. Alter. Sind die schön. Sind das vielleicht Kristalle? Sie sind transparent und trotzdem reflektieren sie das Licht so stark. Wenn man von einen von ihnen hineinschaut, sieht man sich selbst wie in einem Spiegel.
Probier's doch auch mal, Doki. Boah, stimmt. Ich kann mich klar und deutlich in dem durchsichtigen Kristall sehen. Dabei wird mir erneut bewusst, dass ich jetzt ein Milzer bin. Damit könnten wir unser Haus dekorieren. Nehmen wir doch ein paar davon mit. Teddy hat ein paar schöne Kristalle eingesteckt. Danke fürs Warten, Doki. Los, gehen wir weiter. Ja. Wir sind ein Milzer und kein Mensch mehr. Es ist immer wieder eine Überraschung. Stein? Ein Stein im Weg. Ist nichts, kein weiterer Weg. Man geht so schnell, das ist so schön. Oh, ich muss nicht B drücken. Ich gehe allgemein schon so schnell. Oh, lol. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du nach einer Drachenwut tot bist. Besiegt bist. Ich sag bei Pokémon immer tot. Obwohl es ja nicht tot ist, es ist einfach nur besiegt. Okay, einmal im Kreis gelaufen, alles klar. Sehr gut. So. Und Gewissheit. Oh, Dienelbeere. Dienelbeeren sind immer nice. Aua. Oh nein. Du verwirrt. Will nicht verwirrt sein. Mag verwirrt nicht. Okay. Bin wieder bei Sinnen. Nein. So machen. Fadenschuss. Oh. Muss das sein. Ja, nice. Okay, hier kommen wir nur da runter. Da müssen wir nicht lang gehen. Jetzt, ja. So. Ach, ja, Treppe. Nice. Oh, Kindwurm. Kindwurm ist... Oh, Mann. Bleib doch einfach auf deinem Fleck stehen, Teddy. Mann. Bleib einfach auf deinem Fleck stehen. Es ist ein Nachteil, beziehungsweise eine echt nervige Änderung, im Gegensatz zu den anderen beiden Pokémon Mystery Dungeon Spielen. Weil da ist das Pokémon halt immer, also wenn es schon an einem Kästchen an uns dran war, dann ist es nicht irgendwie noch dumm woanders hingegangen. Das ist echt nervig. Aber naja, wir sind inzwischen ganz schön weit oben. Ah, Doki, da drüben. Das da drüben, ist das nicht Dummiesel? Gehen wir doch mal rüber. Oh. Du Dummiesel, du hättest einfach nur die Treppe runtergehen müssen. Aber okay. Ja, was mache ich jetzt bloß? Ja? Du bist doch Dummiesel, oder? Ja. Sehr schön. Wir haben deinen Aushang am Job-Infobrett gesehen und sind gleich los. Wir sind hier, um dich zu retten. Ja, danke. Vielen Dank. Ich bin euch wirklich wahnsinnig dankbar. Keine Sorge, es wird alles gut. Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Ja, Dummiesel. Igor Moika. Was bin ich froh, dich zu sehen. Hier warst du also. Ihr habt ihn gefunden, richtig? Vielen Dank euch beiden. Wir stehen tief in eurer Schuld. Den Job mit Bravour erledigt. Sehr schön. Möchtest du? Nein, möchte ich nicht. Möchtest du? Alles klar. Doki, Teddy, vielen herzlichen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ein Stück des Items Plosivsamen. Okay. Ein Stück roter Schlüssel? Okay. Und 100 Poke. Doki und Teddy, euer erster Job war als gleich ein Erfolg. Ist das nicht wundervoll? Ja, vielen Dank, Morlord. Ich bin froh, dass wir dich gefunden haben. Mach keinen solchen Unsinn mehr, ja? Ja, ich weiß. Ich würde ja auch lieber andere retten, als immer nur gerettet zu werden. Aber ich bin zu schwach. Ich bin viel zu ängstlich und verliere im entscheidenden Moment die Nerven. Nee. Ich versage ständig und bin am Ende auf die Hilfe von anderen angewiesen. Ich bin wohl einfach nicht zum Abenteurer geboren. Das ist doch gar nicht wahr. Das stimmt schon, dass du ängstlich bist und daher oft alles schief läuft. Aber du hast das Herz im rechten Fleck. Und das ist heutzutage ziemlich selten. Du möchtest also auch ein Abenteurer werden, du Dummiesel? Ja. Es ist ein großer Traum von mir, Abenteurer. Erster Güte zu werden. Ich will viele verschiedene Orte besuchen. Aber am liebsten möchte ich Pokémon in Not auf der ganzen Welt helfen. Ich möchte Pokémon in Schwierigkeiten Mut machen und Hoffnung geben. Ich möchte einfach allen eine Hilfe sein. Naja, zumindest ist das mein Traum. Aber Wunsch und Wirklichkeit sind zwei Paar Schuhe. Mir will nicht so recht gelingen. Das stimmt doch gar nicht. Ein wirklich toller Traum, den du da hast. Keine Sorge, wenn du alles gibst, wird dein Traum in Erfüllung gehen.
Warum bist du wieder auf den Klopfberg gegangen? Ich wollte einen Kristall. Ich habe gehört, dass die Kristalle in Klopfberg so schön sein sollen. Kristalle? Moment mal. Du meinst doch nicht etwa... Nanu, Doki, dort drüben. Sieh nur, da leuchtet was. Doch nicht etwa... Wir haben vorhin ein paar mitgenommen, als wir den Klopfberg erklommen haben. Na bitte, da sind sie ja. Meinst du diese hier? Ja, genau. Das ist da. Oh, der Kristall, den ich so gerne hätte. Oh, der ist wirklich wunderschön. Ja? Dann schenke ich ihn dir. Ja, was, im Ernst? Na klar. Wir haben die Kristalle bloß mitgenommen, weil ich sie so hübsch fand. Aber wenn du einen haben willst, schenke ich ihn dir gerne. Teddy hat Dummiesel einen schönen Kristall gegeben. Ah, danke. Aber weshalb wolltest du den Kristall denn? Weil ich... Also... Ach so, das ist also der Grund. Du Spitzbube, darum geht es dir also. Worum geht es? Wer ist das? Ach, heute siehst du einfach unglaublich aus. Oh, sie blenden einen förmlich. Eine wahre Schönheit, was? Absolut so schön, um wahr zu sein. Sie ist doch hochgewachsen, so elegant und cool. Ach ja, da muss man doch einfach ins Schwärmen geraten. Sie kann so aus, als würde heute Abend ins Restaurant gehen. Okay. Hallo und willkommen. Oh, liebste Viridium. Hey, Mann, das ist Viridium. Ist der Platz noch frei? Aber selbstverständlich. Kommt. Wir gehen auch ins Restaurant. Man, so viele verschiedene Stimmen. Ich weiß gar nicht, wie ich die machen soll. Ich glaube, ich synchronisiere nur so Hauptcharaktere oder so. Keine Ahnung. Viridium ist also wirklich... was? Also irgendwie bist du heute noch liebreizender als sonst. Hihi, vielen Dank, Jungs. Besag, dass du für immer in Rastatt bleiben wirst. Ich überlege es mir. Viridium, oh, wohin haben dich deine Abende heute verschlagen? In einer Höhle im Osten. Aber es hat sich leider nicht gelohnt. Ich bin mit leeren Händen zurückgekehrt. Vielleicht habe ich ja als Abenteurer Abenteurerin nachgelassen. Das ist lächerlich. Der blöde Dungeon hat dich bestimmt nur um deine Schönheit beneidet. Und dich daher nicht mit herumliegenden Items und Schätzen bedacht. Ja, so muss es gewesen sein. Was? Alles klar, ey. Sie ist ja echt wahnsinnig beliebt. Dieses Pokémon namens Viridium ist also die Glückliche? Ja, genau. Dummiesel hat Viridium von der ersten Sekunde an bewundert. Er will unbedingt mit ihr befreundet sein. Verstehe. Die Kristalle wollte er also haben, damit er ihr einen schenken kann. Ja, das ergibt Sinn. Herr Dummiesel, das ist deine Chance. Geh zu ihr und gib ihr den Kristall. Was? Das kann ich nicht. Ich wäre ja wirklich gerne mit Viridium befreundet, aber ich habe einfach nicht den Mut, sie anzusprechen. Sie würde mich ja doch nicht beachten. Ja, so ein Quatsch. Du machst das schon. Wir gehen jetzt zu ihr rüber und ich spreche sie für dich an. Los geht's. Was? Keine Sorge. Das wird schon. Kommt jetzt. Alles klar. Leute, wartet. Ja. Ich will nicht. Verstehe. Du bist also erst vor kurzem in diese Stadt gekommen, Viridium. Und jetzt, zu diesem Zeitpunkt bist du nach Lust und Laune umhergereist? Naja, so kann man es auch sagen. Natürlich reise ich nicht ganz ziellos umher. Aber es stimmt, dass es bei mir im Großen und Ganzen immer der Nase nachgeht. Ich bin hergekommen, weil es hier etwas gibt, das ich sehen wollte. Und das wäre? Der Regenbogen der Hoffnung. Regenbogen der Hoffnung? Der Regenbogen der Hoffnung. Davon habe ich auch schon gehört. Also früher war der Regenbogen eine echte Attraktion in dieser Gegend. Man konnte ihn wirklich sehr oft über die Stadt sehen. Das mysteriöse Schauspiel, wenn sich seine Bögen überschneiden. Ach, das war schon immer ein Spektakel. Da wurde einem so richtig warm ums Herz.
Ja, alle, die hier leben, liebten es, den Regenbogen zu betrachten. Und wir hoffen jedes Mal, ihn auch am Tag darauf wiederzusehen. Da war dieses Gefühl, über sich hinauswachsen zu können. Gerade weil man die Hoffnung auf den Morgen hatte, konnte man alles geben. Der Anblick des Regenbogens gab jedenfalls jedem von uns Hoffnung. Und so fingen wir an, ihn irgendwann den Regenbogen der Hoffnung zu nennen. Alles klar. Aber letzte Zeit fehlt von ihm jede Spur. Ich weiß nicht, ob das am Ende etwas mit diesen vermaledeiten Dungeons zu tun hat. Ich weiß nur, dass der Regenbogen nicht mehr im Himmel erscheint. Ja, auch ich habe Gerüchte gehört, der Regenbogen würde nicht mehr erscheinen. Aber ich wollte ihn dennoch unbedingt sehen. Ich hatte die Hoffnung, er könnte wieder zurückgekehrt sein. Deshalb kam ich hierher. Aber dem war nicht so. So ein Pech. Ja, das ist wirklich schade. Den Regenbogen der Hoffnung. Also, den hätte ich auch gern gesehen. Ach ja, übrigens, Viridium. Ich kenne dein Pokémon, das wäre sehr gerne mit dir befreundet. Ach ja? Ja. Hier. Dieser Kristall ist ein Geschenk für dich, Viridium. Ein Geschenk? Ja, ganz genau. Bitte, lass uns Freunde sein. Danke, ich bin gerührt. Aber das ist wirklich lieb von dir. Aber ich kann das nicht annehmen. Was? Ich schließe keine Freundschaften. Es tut mir leid. Was? Weißt du, diese Welt, in der wir leben, ich glaube einfach nicht an Freundschaft. Wenn du wenigstens stark wärst, könnten wir vielleicht Gefährten sein. Wenn du stark wärst, könnten wir uns gegenseitig aushelfen und unterstützen. Aber du bist nicht wirklich stark, oder? Dummiesel. Dummiesel. Viridium, was bildest du dir eigentlich ein? Wie kannst du so etwas sagen? Du hättest dein Freundschaftsangebot auch einfach annehmen können, oder? Also, Morga hat absolut recht. Findest du nicht, dass das etwas eben echt gemein war? Die Welt ist voller Lügner und Betrüger. Man kann an nichts mehr glauben. Und wenn jemand mal nett zu dir ist, führt er bestimmt etwas im Schilde. Man kann nicht jedem vertrauen, nur weil er einen mit Worten schmeichelt. Freundschaften enden letztendlich doch nur in Enttäuschung und Schmerz. Deswegen schließe ich keine. Aber das ist ja schrecklich. In der Welt von heute geht es leider um anderes. Das seht ihr doch wohl ein, oder? Ja, eingebildete Schnepfe. Ahaha! Er hat einen Korb bekommen! Der Dummiesel hat einen Korb bekommen? Warum freuen die sich darüber? Naja, es ist gerade mitbekommen. Ja, hab ich. Da haben wir doch einen neuen Kandidaten. Soll wir ihm folgen? Na sicher doch. Was sind das denn für Pokémon? What the fuck? Kenn ich nicht. was? Was ist denn hier mit euch los? Was ist daran so komisch? Also um die Wahrheit zu sagen, wir alle hier haben bereits einen Korb von Viridium bekommen. Was? Wie bitte? Alle hier? Soll das heißen, nicht doch auch du? Auch du, Svaronis? Wer weiß? Sei es drum, mein so liebreizendes Geschöpf. Aber wir würden nicht gerne mit ihr Freund sein. Ich. was? Die Sympathie von Viridium zu gewinnen, gewinnen zu wollen und dabei einen Korb zu kriegen. Das ist ja fast schon so etwas wie ein Sport. Eine Tradition, wenn du möchtest. Nun ja, die Wahrheit ist doch, wenn wir nicht darüber lachen können, müssen wir jedes Mal heulen. Was? Also wirklich, ihr spinnt doch. Aber sich darüber lustig zu machen, ist wohl eine andere, unsere Art, mit dem Schmerz umzugehen. Leider hat Dummiese kein so dickes Fell wie die meisten hier. Okay. Ich hätte mich besser nicht einmischen sollen, was? Tja, jetzt mache ich mir Sorgen um Dummiesel. Gehen wir ihn schnell suchen. Ja, machen wir. Könnte ich jetzt gleich mal langsam speichern? Ah, ich kann speichern. Okay. Kann ich meinen Kristall bitte wieder haben? Nein? Okay. Gut, Leute. Bisschen in Überlänge der Part. Aber ich glaube, das muss so sein. Oder so kann ich das. Anders kann ich das nicht machen. Ich könnte natürlich irgendwie so am Stück aufnehmen und dann einfach irgendwann speichern und dann wieder, ne, und so weiter. Aber mal gucken, wie ich das jetzt weiterhin handhaben werde.
Aber jetzt ist erstmal der Part vorbei, ein bisschen Überlänge, aber ich hoffe, das stört nicht. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Autsch. Hör da rein.